Heute verrate ich einer der größten Geheimnisse im Recruiting. Einer der größten Fehleinschätzungen in der Personalbeschaffung liegt in der Bewertung des Alters. In diesem Video erfährst du, wie du dein Mindset ändern kannst, damit du auch ältere Mitarbeiter einstellen kannst und somit eine völlig neue Randgruppe für dich identifizieren kannst und auch rekrutieren willst. Mein Name ist Frank Rechsteiner, Recruiting-Experte. Ich würde mich freuen, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst. Ich informiere dich über Trends und neue Rekrutierungsmethoden jede Woche. Abonniere einfach den Kanal und wir legen gemeinsam los. In diesem Video geht es ja über die Fehlbewertung oder Fehleinschätzung in der Personalbeschaffung, in der Bewertung des Alters. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wen würdest du eher einstellen? Einen 34-Jährigen, frisch von der Uni, 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Unternehmensberatung, jung, dynamisch, er möchte nach vorne, oder einen 55-Jährigen, der auf eine lange Historie in der Karriere zurückblicken kann, sicher gut ausgebildet ist? Ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, 98% in diesem Video würden automatisch sagen, natürlich den Jungen. Ja, da seid ihr natürlich nicht alleine, so geht's allen. Komma aber, wer kann sich das heute noch leisten? Vielleicht nochmal eine kleine Ehrenrunde. Die Jüngeren sind schneller, sind wissbegieriger, wollen schneller Karriere machen. Die Älteren werden vielleicht öfters krank, sind vielleicht nicht mehr ganz so agil, hemmen euer Team. Soweit zu den Vorurteilen. Eine aktuelle Studie hat bewiesen, dass 97% der Unternehmen, die auf 55-Jährige zurückgreifen, zufrieden sind. Ich stelle mir die Frage, aus welchem Grund? Weil ich persönlich würde sofort diese Randgruppe identifizieren und bewusst rekrutieren. Warum? Im höheren Altersdurchschnitt, würde ich mal ganz klar sagen, gibt es deutlich mehr Mitarbeiter. 50 plus 55 oder auch älter mit 60, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du einen 61-Jährigen einstellst, vielleicht in der 3-Tage-Woche oder auch in der 4-Tage-Woche, wie hoch ist die Chance, dass er dich nach zwei Jahren verlässt, weil er ein besseres Angebot bekommen hat? Natürlich sehr gering. Stell dir vor, ein 34-Jähriger, der ein besseres Angebot bekommt, der verlässt dich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 2 Jahren, nach 3 Jahren. Überlege selbst, wie wichtig dir das ist, Mitarbeiter zu gewinnen, die loyal sind, die bei dir bleiben. Aber kommen wir auf diese Studie zurück. Die 60-Jährigen, die bleiben dir sicherlich 5 bis 6 Jahre im Unternehmen und sie sind auch bei den Kunden gefragt. Diese Studie aus der Schweiz beweist, dass die Kunden gesagt haben, wir würden sogar es begrüßen, wenn wir ältere Mitarbeiter, ältere Berater bekommen, weil die deutlich besser ausgebildet sind, weil die deutlich mehr Erfahrung im Projekt haben und ihre Dynamik ist sicherlich auf dem Level, wie wir es erwarten. Ist doch verwunderlich, dass diese Studie das aktuell gesagt hat. Der zweite Punkt, in der Diversität der Teams. Stell dir vor, du hast nur lauter junge Mitarbeiter. Ich bin fest davon überzeugt und diese Studie kann ich nochmal darauf referenzieren, die Teams agieren deutlich besser, wenn ältere Mitarbeiter mit mehr Erfahrung, mit mehr Background im Team sind. Das befruchtet sich letztendlich. Und ältere Mitarbeiter können von ihrem jahrelangen Erfahrungsschatz deutlich mehr mitgeben an ihre jüngeren Mitarbeiter. Diversität ist in Teams einfach wichtig. Deswegen, ich plädiere für ältere Mitarbeiter in den Teams. And last but not least, ich wiederhole mich, Erfahrung und gute Ausbildung. Auf diese Mitarbeiter würde ich nicht verzichten. Ich gebe dir die Empfehlung, überlege dir, warum ihr heute keine älteren Mitarbeiter bewusst rekrutiert. Es gibt genügend da draußen 55 plus, die darauf warten, von euch angesprochen zu werden. Die meisten machen sich selbstständig, aber nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie von den normalen Firmen nicht mehr direkt angesprochen wurden. Mein Appell, überlege dir eine neue Rekrutierungsstrategie für eine neue Zielgruppe, die sicherlich anders aussehen muss, wie wenn ihr junge Mitarbeiter rekrutiert. Aber in diesem YouTube-Kanal werden wir demnächst wieder besprechen, wie rekrutieren wir eine neue Zielgruppe und dann referenziere ich auf das Thema Fehleinschätzung in der Bewertung des Alters. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Frank Rechsteiner.